Der Wochenspruch für diese Woche steht in Matthäus 25, 40. Jesus spricht: Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Liebe Zuschauer, hier geht es nicht um gute Taten. Sie haben richtig gehört, es geht nicht um gute Werke, auch wenn der Satz von guten Taten spricht. Genau genommen geht es um Glauben an Jesus. Es dreht sich darum, dass ich auf seine Worte höre und vertraue, dass ich ihm ganz nahe verbunden bin und mein Leben von seinem Reden und Tun beeinflussen lasse. Dann tue ich Gutes, nicht weil ich muss, nicht um das Bild eines guten Menschen, eines guten Christen abzugeben. Ich tue es einfach so, ohne darüber nachzudenken, ohne es mir vorzunehmen und vor allem ohne eine gedankliche Strichliste zu führen. Wie ich darauf komme? Der Wochenspruch ist der Höhepunkt einer Geschichte, die Jesus erzählt. Er spricht zu zwei Gruppen. Ich war hungrig, ich war durstig, ich brauchte Hilfe. Zu den einen sagt er dann: Ihr habt mir nicht zu essen und nicht zu trinken gegeben, ihr wart nicht für mich da. Die anderen lobt er: Ihr habt mir zu essen gegeben, ihr habt für mich in Not gesorgt. Beide fragen ihn dieselbe Frage: Wann soll das bitte schön gewesen sein? Natürlich ist die Erinnerungslücke derer, die nichts getan haben, einfach erklärbar. Es gibt nichts, woran sie sich erinnern könnten. Und doch verstehe ich ihre Frage. Sie ist eine bittere Erkenntnis. Wie nur konnte ich Jesus übersehen? Wie konnte ich übersehen, dass er meine Hilfe sucht? So einem bedeutenden Herrn wie ihm würde ich doch jederzeit und gerne helfen. Und die anderen? Wie kann es sein, dass die, die Jesus geholfen haben, nichts mehr davon wissen? Das ist es gerade. Sie haben es ganz selbstverständlich und gerne getan. Das kennen wir doch auch. Wenn etwas selbstverständlich für uns ist, dann tun wir es, ohne viel daraus zu machen. Es ist eben wichtig für uns. Es macht uns Freude. Und die Mühe fällt nicht ins Gewicht. So kümmert sich einer um den anderen, weil er ihn wirklich schätzt. Vielleicht kennen Sie einen Menschen, dem Sie so wertvoll sind, dass er Ihnen sagt: Frag mich nur, ich helfe dir gerne. Ich kenne solche Menschen. Menschen, die so reden. Auch als Mitarbeiter in der Gemeinde. Sie musizieren, sie setzen sich ein, sie packen an, sie tun es fröhlich und gerne, dass sie gar nicht auf die Idee kämen, es auf einer Liste ihrer guten Werke zu setzen. Das macht mir doch selbst Freude, sagen sie mir, und frag gerne wieder. Ich helfe gerne, wenn es mir möglich ist. Was hat das mit dem Glauben zu tun? Ich wundere mich, dass wir in unserem Land oft so über Glauben sprechen, als wäre er in Mitgliedschaftszahlen zu messen. Jesus sieht das anders. In der Geschichte, die er erzählt, geht es ausschließlich um Menschen, die sagen, dass sie an ihn glauben. Glaube heißt für mich, Jesus ist für mich so wertvoll, dass ich seine Worte nicht nur höre. Ich will es wagen, danach zu leben. Ich bleibe mit ihm in einem nahen und vertrauten Gespräch. Vielen Menschen ist das Christentum wichtig. Sie sagen von sich, dass sie an Gott glauben. Und doch kennen nicht wenige ihn nur aus der Ferne. Sie wissen nicht, was er ihnen schenkt und was er von ihnen will. Dass er sie beauftragt, als Menschen in dieser Welt unterwegs zu sein, als Menschen, die seinen Worten Gehör schenken und sie tun. Als einer, der auf Jesus vertraut, möchte ich mir deshalb die Frage stellen: Was kann ich tun, um seinen Auftrag zu erfüllen? Und um seinen Worten Leben und Geltung zu schenken? Ich kann auf sein Wort hören, wie ich es gerade tue. Ich kann zu ihm sprechen und ihm singen und ihn loben und noch vieles mehr. Zum Beispiel auch das, was unser Wochenspruch sagt. Ich kann denen, die keiner achtet, so begegnen, dass sie spüren, für mich und für Jesus sind sie wertvolle Menschen. Wertgeschätzt. Und das Ganze nicht, weil ich eine religiöse Pflicht damit abhaken kann, sondern ganz einfach nur, weil ich bei Jesus selbst Wertschätzung erfahre und ich es gerne für ihn tue. Jesus spricht: Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Jesus Christus, wir wollen dir singen und spielen, dich loben und dir unser Herz auftun.
Wir wollen auf dein Wort hören und tun, was du uns aufträgst. Erfülle unser Herz mit Frieden und Vertrauen, mit Liebe und Freude. Wir wollen weitergeben, womit du uns beschenkst und erfüllst. Die Wertschätzung und Achtung, die wir von dir empfangen, wollen wir mit denen teilen, die bedürftig sind, die sich über ein offenes Ohr freuen und denen Hilfe zum Leben guttut. Öffne unsere Augen, dass wir nicht an den Menschen vorübergehen, zu denen du uns gesandt hast. Amen. So geht nun in diese Woche unter dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.